Hey, schön, dass du wieder eingestellt hast zu der Scale in einem weiteren Unreal Engine 4 Tutorial. Ich sag direkt von Anfang an, sorry, wenn ich mich gerade kacke anhöre, vielleicht werde ich krank oder es liegt einfach daran, dass ich bis keine Ahnung wie viel Uhr nachts noch wach war, um Anno zu spielen. Dieses Spiel macht so süchtig, Leute. Aber gut, okay, lange Rede, kurzer Sinn. Heute geht's in dem Tutorial, wie wir ein kleines Zombie-System entwerfen können. Zombies spawnen, wir töten die Zombies, es werden mehr Zombies und es ist ein ganz, ganz simpler, oder es ist ein ganz, ganz simpler Zombie-Bot. Wir sprechen hier von keiner KI oder sowas. Okay, das wird mega leicht gehen, das heißt, jeder von euch kann sowas machen. Erstmal klicke ich hier oben in meiner First-Person-Example-Map auf New Level. Ich tue mal hier einen Default-Level erstellen lassen. Wir machen das mal ein bisschen größer, damit wir ein bisschen mehr Platz haben. So, circa. Und stellen jetzt erstmal hier ein paar Objekte da drauf, die natürlich mal wieder mehr oder minder in der Map spawnen. Das ist ja schön hier. So, also eure Map kann aussehen, wie sie will, ja. Ich habe hier nun nichts vorbereitet. So, ich lasse es jetzt einfach mal eindeutig so, okay. Ich mache das jetzt einfach mal ein bisschen größer und gut ist. Jetzt haben wir hier unser Level und darauf sollen Zombies spawnen. Erstmal werde ich das Level also speichern und sagen, unter Content, Zombies, Zombie-Map. Zombie-Map? So, perfekt. Das haben wir jetzt gemacht und jetzt werden wir Folgendes machen. Wir gehen hier oben auf Blueprints, dann klicken wir hier auf Open Level Blueprint. Und dann werden wir das jetzt erstmal geöffnet lassen und erstmal irgendwo auf die Seite schieben, wo wir es nicht mehr brauchen. Denn jetzt werden wir noch was machen. Wir klicken hier oben auf Content Browser. Ich öffne schon mal alles das, was wir brauchen. Gehen auf Content und tun jetzt hier einen neuen Ordner erstellen namens Zombie GM für Game Mode. Okay. Einen speziellen Game Mode brauchen wir dafür jetzt übrigens nicht. Ich habe das jetzt nur gemacht, damit wir es besser sortieren. Also rechtsklicken den Ordner, wir sagen Blueprint Class, neu erstellen. Es ist ein Actor. Und wir sagen jetzt Spawnbox. Weil das hier soll meine Spawnbox sein, wo diese Zombies überhaupt spawnen. Ihr kennt das ja vielleicht von Call of Duty oder von diversen anderen Zombie-Modinnen. So, das haben wir jetzt gemacht. Jetzt gehe ich mal hier wieder in meinen wunderbaren Browser, also doppelklicke drauf. Und es ist hier mein Blueprint-Editor, wo ich auch mein Level-Blueprint offen habe. Aber wir kümmern uns jetzt hier um die Spawnbox, klicken auf Add Component und sagen Box. Weil jetzt können wir nämlich hier auswählen Box Collision. Jetzt haben wir hier die Box Collision, das ist auch ganz cool eigentlich. Ich werde jetzt mal dafür sorgen, dass das Ganze, ich schiebe es mal kurz hier auf den anderen Bildschirm und füge das mal hier ein, dass das Ganze auch, ich sag mal, auf dem Boden aussitzt. Das heißt, ich werde mal kurz hier draufklicken. So, und wir werden jetzt so hoch move, dass das nur ganz leicht über dem Boden ist. So circa. Jetzt können wir nämlich, wenn wir das hier größer ziehen, dafür sorgen, dass diese ganze Box größer ist. Ich kann das ja mal kurz so machen. Ja, so ist das schön. Okay. Das hätten wir also. Ich ziehe die noch ein bisschen größer. Wir machen das jetzt mal so. Da sollte das übrigens passen. Und dann sagen wir Compile und Speichern. Mehr müssen wir da nicht machen, nur Compile und Speichern. Und wir sagen jetzt hier und klicken jetzt hier auf das Browse-Symbol, damit wir hier die Location von unserer Spawnbox öffnen. So, wir gehen jetzt in das Level Blueprint rein. Jetzt wird es nämlich interessanter, weil jetzt müssen wir ein paar Kleinigkeiten erledigen. Erstmal müssen wir jetzt Folgendes machen. Wir tun hier ein neues Event erstellen und nennen das Custom Event, also geben wir es ein und nennen das jetzt New Wave Spawn. Einfach New Wave Spawn hier eingeben, das wäre es auch schon. Ich muss mal kurz meinen Content Browser hier nach da verschieben, weil mir das auf den Sack geht, die ganze Zeit auf dem anderen Bildschirm das zu sehen. Und wenn wir das gemacht haben, Leute, dann werden wir jetzt noch was machen. Und zwar haben wir jetzt, oder werden erstmal das hier löschen und tun jetzt hier Event Begin Play eingeben. Begin Play. So, und wir brauchen, oder brauchen wir noch ein Event? Ne, wir brauchen keinen Event-Tick, sobald mir das jetzt gerade einfällt. Aber bei Event Begin Play ziehen wir jetzt hier den Output raus und geben ein Set Timer bei Event. Das hier. Set Timer bei Event. Und damit ermöglichen wir im Prinzip, dass die Map immer sagt, okay, ich spawne so lange neue Waves, bis dann das und das ist oder das und das passiert. Wir tun jetzt Event mit unserem New Wave Spawn verbinden. Und sagen jetzt beispielsweise 5 Sekunden. Das wäre dann eine 5-sekundige Zeit zwischen den Waves beispielsweise. Also beispielsweise, ich habe alle Zombies getötet. Und jetzt warte ich hier 5 Sekunden. Und dann, bumm, neue Wave, okay? Aber nur wenn alle tot sind, das gehen wir gleich ein. Gut, jetzt klicken wir hier Looping an, weil das ganz wichtig ist. Und machen Folgendes. Wir tun jetzt hier den Output von New Wave Spawn rausziehen und sagen Get all actors of class. Ups, falsch geschrieben. Actors of class. Da haben wir es. Get all actors of class. Das überspringen wir jetzt erstmal, weil wir das noch nicht erstellt haben. Und jetzt machen wir hier oben noch ein paar Variablen. Und zwar, wir tun die erste Variable erstellen und nennen das jetzt Anzahl der Zombies. Dann machen wir eine neue Variable, nennen die ActorList. Dann machen wir noch eine neue Variable und nennen das SpawnVolumen. So, SpawnVolumen. Oder Spawn Volumes. Ist wohl, glaube ich, besser, wenn wir das so machen mit Spawn Volumes. Bei Spawn Volumes ändern wir jetzt hier die Variable
und sagen, dass das Ganze ein Actor sein soll. Das heißt, wir klicken hier oben auf Boolean, Search, Actor geben wir ein. Und jetzt ist hier Objekt-Type und hier haben wir Actor. Das muss auch so eine Beschreibung haben, die jetzt gerade in dem weißen Kasten eingeblendet ist. Und dann haben wir jetzt hier eine Objektreferenz. Da klicken wir drauf. So. Und jetzt klicken wir hier auf den Kreis auf der rechten Seite und ändern diesen Typen hier zu einem Array. So, dass wir eine größere Anzahl da speichern können an Werten. Okay, als nächstes gehen wir auf die Actor-List. Und bei der Actor-List geben wir wieder ein Actor, also Actor, so, ups, und wieder falsch geschrieben, aber macht nichts. Und jetzt bei Actor, es ist dasselbe wie eben, tun wir jetzt statt Objektreferenz einfach Class-Reference eintippen oder generell auswählen und setzen das auch wieder zu einem wunderschönen Array. So, dass das bei euch hier auf der linken Seite so aussieht, okay, dass das immer hier so neun Kästchen sind. Wenn wir das gemacht haben, klicken wir jetzt auf Anzahl der Zombies. Das ist ein Integer, weil Boolean ist ja nur ein True or False Event oder False Event, aber das hier ist ein Integer, sprich es handelt sich hier um Zahlen. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Ich klicke jetzt auf Spawn Volumen, damit wir das direkt schon mal abgeklärt haben. Wir klicken erstmal auf Compile und sagen jetzt hier bei Spawn Volumes plus 1 und jetzt suchen wir uns ein Spawn Volumen raus. Wir haben hier noch kein Spawn Volumen. Oh, ich glaube, ich habe hier was Falsches ausgewählt, tut mir leid. Actor. Actor, ah ja, 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 sorry. Wenn hier bei euch Actor Action irgendwas steht, dann müsst ihr hier oben auf Actor draufklicken, also auf das erste. Nicht auf das zweite, okay? Wir klicken also hier auf Objektreferenz und bam. So, dass hier nur Actor steht. Ich überprüfe jetzt kurz nochmal die anderen Werte, das stimmt aber, okay. Wir klicken also auf Compile und sind jetzt hier auf Spawn Volumes und tun jetzt hier unter Default Value hier plus 1 drücken und bei unserer guten 0 jetzt hier draufklicken und unser Spawn-Volumen, unsere Spawnbox aussuchen. Hier tut ihr nachher alle Spawnboxen auswählen, die ihr in dem Level habt. Ich werde jetzt mal 3 Stück einfügen, also dass wir 0, 1, 2 haben. Wir klicken auf Compile, schieben das mal kurz zur Seite und fügen jetzt hier weitere Spawnboxen ein. Eine Spawnbox war hier, das haben wir gesehen. Die werde ich jetzt einfach mal, copy-pasten. Das heißt, hier kommt noch eine hin und hier kommt noch eine hin. Machen wir mal so. Jetzt haben wir 3 Spawnboxen. Also ihr seht das hier im World Outliner. Spawnbox 0 oder Spawnbox normal, Spawnbox 2 und Spawnbox 3. Jetzt als nächstes klicken wir hier wieder auf Spawn Volumes und wählen die ganze Sache hier aus. Spawnbox 2 und Spawnbox 3. Wir klicken auf Compile und speichern das Ganze und jetzt haben wir schon mal festgesetzt, was unsere Spawn Volumen überhaupt sind. Als nächstes klicken wir hier auf den Output von Get All Actors of Class, ziehen das raus und geben einen Branch. So, mit dem Branch werden wir nämlich gleich einiges festsetzen. Und zwar klicken wir jetzt hier auf Out of Actors und klicken ein oder geben ein Length, also Länge von Array. Das verknüpfen wir jetzt wiederum mit einem Event, dass wir sagen, wenn das hier über 0 ist, also Integer über, also größer als Integer, und das verbinden wir jetzt mit der Condition. Heißt also, wenn die neue Wave spawnt, dann will ich alle, ja, Akteure haben, die in dem Level sind. Und wenn über 0 sind, wenn über 0 Spieler, also was heißt hier Spieler, wenn über 0 Bots drin sind, dann führst du jetzt False aus. Dann sagen wir jetzt Sequence. So. Also wenn ich, wenn ich nicht über 0 Leute in dem Level habe, dann machst du gar nichts. Aber wenn ich über 0 Leute in dem Level habe, dann tust du jetzt hier diese Sequenz wiedergeben. Und jetzt wird es ein bisschen, naja, ich würde nicht sagen komplizierter, aber es wird schon ein bisschen deeper. Also wir tun jetzt hier Send 0 aus, oder Send 0 im Prinzip rausziehen und sagen jetzt for Loop. Ups, Loop auch noch richtig schreiben. Und jetzt sagen wir hier unter Flow Control nur for Loop, nicht for each Loop oder sonst was, nur for Loop. Und das tun wir jetzt hier eingeben, perfekt. Der First Index ist 0. Der zweite Index, also der Last Index, ist unsere Anzahl der Zombies. Das bedeutet Get Anzahl der Zombies. Wir tun Last Index hier einfügen und dann sind wir erstmal zufrieden. Als nächstes werden wir Folgendes machen. Wir tun bei Loop Buddy Spawn Actor eingeben. Spawn Actor from Class nicht, sondern, oder warte mal, doch, Spawn Actor from Class, tut mir leid. Das brauchen wir nämlich. Und als nächstes werden wir die Klasse hier eigentlich festsetzen oder festlegen. Dass der im Prinzip sagt, okay, du sollst hier diese komischen Actor, also die Akteure spawnen. Das hier wird nämlich jetzt dafür sorgen, dass das in unserer Spawn-Box spawnt, also in unseren Spawn-Boxen. Dazu gehen wir hier auf die Actor-List auf der linken Seite, ziehen das rein mit Get. Wir machen Folgendes, wir sagen jetzt hier Länge, also Lang, wie eben. Ziehen das mal ein bisschen weiter hier rüber, so circa. Und jetzt sagen wir Random Integer. Random Integer, so dass er jetzt randommäßig alles spawnt. Dann ziehen wir jetzt hier die Actor-Liste raus, sagen Get Copy, so,
sagen random integer, also dass wir das damit verknüpfen, tun das mal kurz hier rüberziehen und tun jetzt unser get hier mit unserer Class verknüpfen. Ganz einfach. So, das hier ziehen wir auch nochmal ein bisschen weiter runter, damit es ein bisschen komprimierter ist. Okay, als nächstes, Leute, weil das war es ja noch nicht, werden wir noch Folgendes machen. Wir werden jetzt kurz mal hier bei Sen 1 oder Sen 1 erstmal die Anzahl der Zombies hier hinziehen und sagen jetzt Set, sodass wir Set Anzahl der Zombies haben. Das verknüpfen wir mit Sen 1. Das tue ich jetzt mal hier hin verschieben. So ist das schön. Und jetzt werden wir Folgendes machen. Ich ziehe jetzt erstmal hier Anzahl der Zombies raus. Wir sagen wieder get und machen jetzt Folgendes. Wir geben einfach nur ein Plus ein. Jetzt steht hier Integer plus Integer. Das verknüpfen wir mit Anzahl der Zombies, damit das so circa aussieht. Und so fügen wir immer einen neuen Zombie hinzu. Natürlich könnt ihr das auch mit mehreren machen. Ja, also ihr könnt auch sagen, beispielsweise, keine Ahnung, in der Runde, was weiß ich, sollen immer 10 neue Zombies hinzugefügt werden. Aber passt auf, das wird sonst enorm viel irgendwann. Und das müsst ihr A optimieren und B muss man eben dann gucken, ob der Spieler überhaupt das hinbekommt. Ja, das ja hinzubekommen. Als nächstes, Leute, haben wir Folgendes. Wir benötigen jetzt erstmal hier die Spawn Transform Location. Also Spawn Transform sorgt im Prinzip dafür, dass der sagt, wo soll dieser Zombie überhaupt spawnen. Also werden wir Folgendes machen. Ich klicke hier auf die Spawn Volumen. Und ich habe das gerade eben hier übrigens falsch erklärt, das hier sorgt nicht dafür, dass das Blueprint weiß, wo wir spawnen, sondern der weiß dann, was wir spawnen, was für Akteure, beispielsweise Zombie männlich oder Zombie weiblich oder fetter Zombie oder dünner Zombie, Speeder Zombie, also das habe ich gerade eben irgendwie falsch verpeilt, tut mir leid. Hier das setzt fest, wo die spawnen, also nur als kleine Ergänzung und als kleiner, ne? Nicht damit jetzt irgendjemand in die Kommentare reinschreibt, ey, Moment mal, was labert der für eine Scheiße? So, unter Utilities Array get. Wir müssen jetzt ein get, Command, Funktion, was, Ding, was auch immer, eine get-Note hinzufügen. So, dann sagen wir jetzt hier bei Spawn-Blooms, das ziehen wir wieder raus und sagen wieder Länge, also length. Das braucht ihr eigentlich immer bei Arrays, diese Länge. Jetzt sagen wir random integer, also random integer. So, dass wir wieder eine, ich sag mal, wir haben ja hier zum Beispiel eine Zahl von 0 bis 2 und der sagt jetzt, dass wir random uns aussuchen, ob der jetzt 0, 1 oder 2 spawnt, also sprich, wo der genau spawnt. Das ist komplett random. Jetzt connecten wir random integer mit unserem get und tun jetzt hier das get, den Output rausziehen und sagen get actor bounce. So, get actor bounce. Das können wir auch genauso stehen lassen und jetzt werden wir das Ganze nochmal ein bisschen weiter hier rüberziehen, damit das ein bisschen schöner aussieht alles. So, okay. Und jetzt werden wir Folgendes machen. Wir ziehen Origin hier raus und sagen random point in bounding box. Das bedeutet so viel wie, wir haben ja hier eine Box, ja, also hier seht ihr meine markierte Box und er soll jetzt nicht in der Mitte spawnen, sondern an irgendeinen Punkt in dieser Box. Damit das nicht irgendwie ineinander stackt, das kann natürlich immer passieren. Oder, weißt du, deswegen müsst ihr auch die Boxen relativ groß machen. So ist das aber auch schön, weil ihr große Level machen könnt und es dann nicht so wirklich auffällt, wenn der Zombie spawnt oder nicht spawnt. So, unter Box Extend tun wir jetzt Box Extend auch connecten, dass das Ganze so aussieht und schön connected ist. Jetzt werden wir Folgendes machen, ich ziehe hier diesen Output direkt in Spawn Transform und der sagt jetzt Convert Vector to Transform. Das machen wir und das ziehen wir jetzt einfach so und das sieht doch schön aus, oder? Ja, das wär's jetzt eigentlich hier schon mal mit. Und jetzt geht's noch mit einem ganz minimalen Ding weiter. Und zwar brauchen wir jetzt ein Spawn Default Controller. Findet er jetzt hier nicht, deswegen werde ich mal, glaube ich, hier gerade mal schauen. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Ich glaube, wir müssen dafür erstmal eine Klasse auswählen. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht. Ich probiere es, ob es auch so funktioniert. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Das hier wäre dann der Instigator, ne? Der Instigator. Instigator? Get Instigator? Ist es das? Nein, das ist es nicht. Okay. Also nochmal Get Instigator. Actor. Hier, Get Instigator. Das ist es, Leute. Das müsst ihr rausziehen. Also ich zeig's nochmal. Get Instigator. Hier unten unter Actor. Das müsst ihr hier reinziehen. Und jetzt sagen wir einfach ganz easy peasy. Spawn Default Controller. Okay, Spawn Default Controller. Wir sagen okay. Connecten das hiermit. Tun das noch gerade schön ziehen. Und machen das mal so. Leute, das wär's. Das wäre das ganze Blueprint. Und ich schätze mal, jetzt können wir uns endlich darum kümmern, wie wir das hinbekommen, Zombies zu spawnen. Okay, ich guck mal kurz auf die Zeit. 14 Minuten, das geht voll klar. Ich hätte uns gesagt, wir machen einen neuen Part, machen wir jetzt aber nicht. Also, wir klicken auf Compile, wir klicken auf Save, tun die Spawnbox erstmal löschen. Die brauchen wir, also schließen, nicht löschen. Die brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Und jetzt kommen wir zu unserem Charaktermodell, was uns hinterherläuft. Das Coole ist, wir brauchen weder, warte, ich zieh mal kurz die Zombie-Map und der Zombie-GM. Das Coole ist, wir brauchen weder irgendwas mit Animation, also eine Run-Animation brauchen wir, weil wir nicht sagen im Prinzip, dass der eine Animation abspielen soll. Tun wir schon sagen, aber der soll eben kein Animation Blueprint abspielen, sondern nur ein Huns
ganz normalen, ja, wie soll ich sagen, ne? Ein Hunds ganz normalen, ja, eine ganz normale Animation. Wir brauchen da keine großartigen Animationen für, nur eine Rennanimation, vielleicht eine Schlaganimation, Leute. So, okay, wir erstellen einen neuen Charakter und nennen den jetzt Zombie-A. Und das öffnen wir jetzt. Und so sieht unser Zombie-A aus. Da sieht man natürlich noch nichts. Aber das macht doch überhaupt nichts, denn ich gehe jetzt mal kurz, ich habe kein Zombie-3D-Modell. Deswegen gehe ich mal kurz hier auf First-Person-Blueprint. Ich sehe Probleme. Warte, haben wir hier einen Charakter? Mesh? Wir haben keinen Charakter. Okay, das ist wirklich ein Problem. Da muss ich jetzt improvisieren. Ich gehe mal kurz auf meinen Epic Games Launcher. Ich habe mir nämlich mal so ein ganz billiges Zombie-Pack gekauft. Das gab es da für 1 Euro. Also, das kann ich keinem von euch empfehlen. Das ist nicht auf das Epic-Skeleton angepasst und sonst was. Ich füge das mal kurz meinem Projekt hinzu. Meinem Tutorial-Projekt. Projekt hinzufügen. So. Und dann haben wir das hier auch irgendwo. Ich bin mir nur noch nicht sicher, wo. Alles klar. So, Zombie GM. Das hat auch so einen ganz weirden Namen. Zombie? Hallo? Ja, ich frag mich jetzt einfach nur gerade, wo es ist. Also ich kann euch das... Ach, der lädt gerade runter. Oh mein Gott. Ich mach mal kurz hier einen Cut. So Leute, jetzt wurde es dem Projekt hinzugefügt. Das ist das ganze Ding hier. Ich kann dieses Pack wirklich keinem empfehlen. Es ist nicht auf das Skeleton, Epic Games Skeleton so angepasst. Es ist nicht gut, auch wenn der hier, naja, weil jemand 5 Sterne gegeben hat. Das ist echt ein billiges 3D-Modell, das ist auch deswegen gut, aber es ist nicht auf das Skeleton, also nicht auf das Epic Skeleton angepasst. Hier steht, Rig to Epic Skeleton funktioniert aber nicht. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr, Leute. Ich habe es nicht hinbekommen, das darauf zu retargeten, also Retargeting zu betreiben, was auch immer. Und ja, wir haben das jetzt auf jeden Fall eingefügt, deswegen, das kostet nur 1 Euro. Wenn ihr jetzt simple Zombie-Modelle wollt, dann holt euch das NPC Zombie-Pack. Aber sonst für gute Spiele, qualitativ hochwertige Spiele, würde ich euch das nicht empfehlen. Vielleicht für Handyspiele. Okay. NPCs Zombies. Dort haben wir jetzt den Zombie Man. Dort haben wir nämlich jetzt hier Männlein und Weiblein. Das werden wir also beides einfügen. Und hier haben wir jetzt unseren T-Pose. Ah, hier sagt ihr mir jetzt auch sogar Epic Skeleton. Aber das passt nicht. Ich schwöre euch, das passt nicht. Ich gucke jetzt nach. Skeleton. Seht ihr, das ist nämlich. Hier ist nämlich nicht das Epic Skeleton drin. Epic Content. Vielleicht ist es doch drin. Hat er das vielleicht Ha, hier. Siehst du, this preview mesh hierarchy does not match, bla 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 bla, mit the skeleton anymore. Would you like to read? Das ist das Problem. Macht das niemals. Macht niemals ja. Klickt da niemals drauf. Wenn ihr das macht, dann tut ihr das ganze Skeleton von euch zerstören. Jedenfalls ist mir das schon mal passiert. Das ist echt nicht cool. So, wir gehen also hier auf NPC Zombies oder auf irgendein x-beliebiges anderes Spielermodell. Ich will nur kurz sagen, wenn ihr das Third-Person-Pack von der Unreal Engine nutzt, dann tut das Third-Person-Charakter-Ding einmachen. Dann geht ihr hier auf Third-Person, ihr klickt hier auf Character, dann auf Mesh und dann habt ihr hier euer Third-Person-Mannequin, okay? Ich tue das jetzt nur hier mit meinem Zombie machen, damit, ja, ne, das hier irgendwie funktioniert. Ich klicke, wenn ihr hier dieses Pack habt, kostet 1,46 Euro. Im Angebot ist das meistens, deswegen kauft euch nur im Angebot. Man muss ja nicht so viel Geld ausgeben. Ihr klickt hier auf SK Zombie Man T-Pose, klickt auf euer Mesh in dem komischen Ding hier und klickt jetzt auf Einfügen. Das Wunderschöne ist, dass er das hier nie richtig einfügt, deswegen müssen wir es gleich noch feinjustieren, müssen wir gleich gucken. Ich klicke jetzt auf Compilen, auf Speichern und wir werden jetzt Folgendes machen. Wir werden jetzt uns eine Animation aussuchen. Bei euch wäre die Animation unter Third Person, also hier bei mir ist First Person, Third Person Animation und dann habt ihr hier einen ganzen Ordner. Und dort klickt ihr jetzt die Run-Animation an, okay? Und da steht dann Third Person unterstrich Run bei euch. Und bei mir ist das jetzt die Animation, hier, Zombie Man Walk. Oder Zombie Man Hungry Walk oder, wir müssen mal kurz gucken, was ist. Warte, ich schiebe es mal kurz auf die andere Bildschirmseite. Das ist es nicht. Das hier ist bei mir ganz gut. Okay, dann nehme ich die Animation. Wie gesagt, hier diese Animation könnt ihr nicht bei Epic Skeletons nutzen. Also das könnt ihr gleich in die Tonne drücken. Ihr könnt das nur bei hier diesem Charaktermodell nutzen, wenn ihr das nicht grundlegend verändert. So, Use Animation. Also wir klicken jetzt hier auf unser Mesh oben links, klicken dann auf Animation Mode, klicken dann auf Custom Mode, nee, sorry, auf Use Animation Asset. Und dort tut ihr jetzt einfach hier diese grünen Dateien, also bei euch wäre das Third Person Unterstrich Run, bei mir ist das Zombie Man Anim Hungry Walk. Dort klicken wir jetzt drauf. Loop klicken wir an, Playing klicken wir an und bei mir sieht das jetzt so aus. Okay, perfekt. Folgendes haben wir oder werden wir jetzt machen. Wir gehen auf Event Craft und das ist auch das Einzige, was wir machen müssen. Ich lösche jetzt mal alles. Hallo, löschen, so. Und das hier tue ich jetzt mal kurz schließen.
Wir klicken wieder auf Compile und auf Speichern, damit wir es schon mal haben. Und jetzt geht's los. Wir brauchen erstmal ein paar Variablen, und zwar zwei Stück. Erstmal die Variable Dead, um zu checken, ob der tot ist oder nicht, der Charakter. Und die Variable Health, was unser Leben dann ansagen soll. Unsere Health-Variable ist ein Float. Da klicken wir jetzt auf Compile. Und dort werden wir jetzt auf Editable, ach, ihr wisst, was ich meine. Wir werden uns auf jeden Fall darauf hier oben den Haken setzen, okay? So, wir klicken jetzt bei Health hier unten auf das Value, das Default Value auf 100 oder geben hier 100 ein, sagen Compile und tot ist normalerweise nicht angekreuzt und das lassen wir dann auch so. Okay, mehrere Dinge werden wir jetzt machen. Wir brauchen erstmal ein Event Tick. Das Event Tick fügen wir ein und jetzt machen wir eine Sequence. Ich weiß noch nicht, wie heftig ich das Ganze ausbauen werde. Es kann auch gut sein, dass ich noch ein zweites Tutorial machen werde, wo ich ein paar Dinge hier zeige. Und jetzt werden wir erstmal Folgendes machen. Lasst mich mal kurz hier drüber schauen. Wir müssen erstmal dafür sorgen, dass unser Charakter ohne ein Animation Blueprint immer zu, ohne ein Blackboard oder ein Behavior Tree, also ohne eine Kommandostruktur, immer zu uns läuft. Und das machen wir ganz einfach, indem wir sagen, warte, ich lösche das mal, das brauchen wir gar nicht. Wir gehen hier bei Event Tick hin, gehen zum Output und sagen Simple Move to Actor. Und das ist es eigentlich schon. Wir sagen diesem Actor hier, also diesem Akteur, dem Zombie, einfach, dass er immer zu uns laufen soll, egal was passiert. So, als nächstes tun wir hier bei Controller sagen Get Player Controller. Hier unten haben wir das. Get Player Controller. Und bei Goal, das ist mein Ziel, wo der hinrennen soll, Get Character. Das ist jetzt aber auch so ein typisches Singleplayer-Game, Leute, ne? Wir sagen also Compile und OK. Oder eher gesagt Save. Und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt gehen wir hier unten hin. Das ist Go-To-Player. Jetzt haben wir hier und geben ein neues Event ein. Und zwar Event Take Damage. Event Take Damage. Ah, sorry. Event Any Damage heißt das. So, Event Any Damage geben wir hier ein. Jetzt sorgen wir dafür, dass man den Typen töten kann. Wir haben diese komische Kanone, ihr erinnert euch, diese Third-Person-Kanone, die First-Person-Kanone. Ihr als Third-Person habt noch keine Kanone, aber es gibt ja genügend Tutorials, wo man wie man Waffen einfügt und so. Von daher sollte es kein Problem sein. Und jetzt werden wir Folgendes machen. Wir gehen hier auf Set, also wir tun hier Health anklicken und schieben das jetzt auf den Output. Und dann haben wir hier Set, Health. Folgendes werden wir jetzt machen. Wir gehen hier auf Minus, also wir ziehen jetzt Damage raus, sagen Minus, Float, Minus, Float. Und jetzt werden wir Folgendes machen. Wir disconnecten das Ganze hier nochmal, werden den unteren Input mit Damage connecten und den oberen Input, da tun wir wieder Health rausziehen mit Get und tun es damit connecten. Das heißt im Prinzip, die Damage soll im Prinzip dafür sorgen, dass unser Health subtrahiert wird. Heißt also, ich habe 100 Health und ich bekomme 10 Damage, also habe ich nur 90 Health. Versteht ihr? Ganz easy. Also ziehen wir jetzt hier den Output raus und geben einen Clamp. Clamp in Klammern Float, ganz wichtig. Okay, also Minimum ist 0 und Maximum ist 100, weil wir 100 Leben Maximum haben. Dann tun wir das Ganze jetzt mit dem Return Value hier mit dem Input von Health wieder connecten. Dann gehen wir weiter, tun hier einen Branch einstellen oder generell einfügen, ein Branch, wunderbar. Und jetzt sagen wir bei Health gleich gleicht, also Float gleich gleicht, wenn ich es gerade finde, Equal Float, da haben wir es. Das Ding heißt Equal Float, ich zeig's nochmal. Hier, equal, hier unter Float, equal Float, das da. Das connecten wir jetzt hiermit. Also, wenn du 0 bist, dann sollst du sterben. Hört sich krank an oder grausam an, aber ist so. Er soll sterben. Und da habe ich jetzt, oder da kann ich jetzt einige Dinge machen. Ich werde jetzt einfach nur kurz dafür sorgen, dass er stirbt. Also werden wir jetzt sagen, wenn das true ist und wenn du wirklich 0 HP hast, dann sollst du sagen, set simulate physics from unserem Mesh, ne, versteht sich. Also damit sagen wir nämlich, dass der zum Red Joel wird, also ihr kennt das vielleicht von Garry's Mod oder so, dass der einfach in sich zusammenfällt. So, okay. Auf jeden Fall, wenn du stirbst, dann sollst du das Ganze simulieren, dass du zusammenfällst. Dann sagen wir auch hier, Set Collision Enabled von unserem Mesh, versteht sich auch. So. Ah nee, sorry, ich habe einen Fehler gemacht. Von unserem Kapsel-Komponent-Ding. Das hier, also Kapselkomponent, muss hiermit connected sein. Jetzt sagen wir, neuer Collision-Typ, No Collision. Als nächstes werden wir jetzt mal, ich muss mal kurz überlegen, wir brauchen dann, glaube ich, noch eine Sequence. Sequence. Und jetzt sagen wir hier bei Sequence 1, Set Collision Enabled Mesh. Jetzt ist das Richtige, dass wir Mesh eingeben, okay? Set Collision Enabled Mesh, sagen wir No Collision wieder. Als nächstes werden wir Folgendes machen.
tun noch ein neues Send hinzufügen. Dann tun wir das hier rausziehen und sagen Delay. Und jetzt sagen wir ab, ich weiß nicht, einer Sekunde, wenn eine Sekunde vorüber ist, sollst du den Actor destroyen, also sprich sterben und ganz auflösen. Bei 0 machen wir jetzt folgendes. Bei 0 tun wir das jetzt hier rausziehen und sagen Do Ons. So, Do Ons. Complete Cast to. Jetzt müssen wir hier eingeben First Person Character. Nee, Game Mode, sorry, Game Mode, nicht Character. So. Jetzt sagen wir hier bei Object Get Game Mode. Ich beeile mich immer ein bisschen. Ne? Ihr könnt das ja immer anhalten und dann so selber gucken, was ich hier mache. Und jetzt müssen wir eigentlich eine kleine Sache einstellen. Und zwar gehen wir hier auf Compile, auf OK. Und das Problem ist halt jetzt, dass wir noch nicht eingestellt haben, dass wir unseren Game Mode verändert haben, okay? Was soll das jetzt auf gut Deutsch bedeuten? Das heißt, wir müssen leider noch ein paar Änderungen im Game Mode machen. Und das würde ich jetzt im zweiten Video machen. Das heißt also, wir sehen uns im nächsten Video, im nächsten Part, damit das hier nicht zu lange wird. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like und auch gerne ein Abo, wenn ihr hier neu seid. Deswegen herzlich willkommen auf dem Kanal schon mal. Ihr könnt auch gerne die Glocke aktivieren, um immer auf dem aktuellsten, neuesten Stand zu bleiben. Wenn ihr Fragen, Probleme oder Vorschläge, Ideen habt, haut es gerne unten in die Beschreibung rein oder auf Discord, Link ist unten in der Beschreibung. Und wir sehen uns in Part 2, den ich natürlich auch direkt hier hinter uploade, sonst wäre es ja ein bisschen nonsensmäßig, oder? Haut rein, ciao, ciao!